Ich begrüße als ersten Referenten, als ersten Redner heute Morgen Dr. Carsten Frerk, Politologe, Autor, Publizist, Journalist, lebt in Berlin, seit 2005 Leiter von FOWID, der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, seit 2006 Chefredakteur des Humanistischen Pressedienstes. Er hat sich viel beschäftigt mit einem allseits bekannten global agierenden Mischkonzern, wie er gerne sagt, oder ein anderes Zitat, mit einer Firma vom anderen Ufer. Hat sich dabei insbesondere auch einen Namen gemacht als seriöser Kenner der Kirchenfinanzierung, 2010 das Violettbuch Kirchenfinanzen, wie der Staat die Kirchen finanziert, 2012 das gleiche für Österreich, Gottes Werk, unser Beitrag, Kirchenfinanzierung in Österreich. Ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Sie haben das Wort. Ich sage Ihnen erst einmal, wie ich mein Manuskript ursprünglich begonnen hatte. Da stand einfach, lieber Horst. Ja. Und dann fiel mir ein, dass es auch korrekter wäre zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Humanisten, lieber Horst. Aber ich bedanke mich bei Horst persönlich, dass du mich nicht nur zu dem Kreis der Menschen zählst, die dir in den vergangenen Jahren nicht nur begegnet sind, sondern du mich eingeladen hast, heute für dieses Kolloquium als Referent etwas beitragen zu dürfen. Neuere Befunde über konfessionsfreie Humanisten werde ich auch berichten, aber ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um die vergangenen Jahre etwas Revue passieren zu lassen und Ergebnisse unserer gemeinsamen Arbeit für FOWID, die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, zu zeigen, unter anderem auf zwei meiner Lieblingsgrafiken dieser Jahre. Das, Horst, erinnerst du vielleicht? Das ist die Juli-Tagung 2005. Damals noch in Mastershausen, also die Mama jetzt der Journal der Bundesstiftung. Und als ich das Foto gestern entfernt habe, gedacht, damit beginnen wir. So, zu den Daten. Die säkularen Verbände selber neigen ja nur selten dazu, für empirische Umfragen Geld auszugeben. Und so sind viele Ergebnisse nur indirekt oder zum Beispiel von der EKD erhoben, die sich dafür interessiert, ob die Konfessionsfreien eine Gruppe sind, von der sie hofft, zumindest Teile davon, wieder in die eigene Kirchenmitgliedschaft zurückholen zu können. Aus den mittlerweile rund 500 Grafiken bei FOWID, die in den letzten Jahren eine Arbeit von Ulrich Schäfer darstellen, habe ich etwa 40 ausgewählt. Und da es heute zügig gehen soll, sollen wir in einer halben Stunde jetzt Revue passieren lassen. Also ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Beginnen wir mit der Religionszugehörigkeit in Deutschland. 1990 sind es noch 22,4% konfessionsfreie, 14 Jahre später sind es schon 32,7% und das aktuelle, wurde schon gerade genannt, sind jetzt 36,6%. Zum Zensus 2011 werde ich nachher noch ein paar andere Dinge sagen, das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Wie sie das verteilt, speziell in den Großstädten, da gibt es eine Angabe von 2003. Und wenn Sie mal links schauen, dann sehen Sie unten mit den hohen Anteilen der Konfessionsfreien sind es im Grunde alle Städte in Ostdeutschland. Aber zu der mittleren Linie gehört auch schon damals mit unter 50% Frankfurt und Hamburg. Diese Daten haben sich inzwischen so weit verändert, dass die Linie raufgeht bis Düsseldorf. Denn der Düsseldorfer Aufklärungsdienst hat jetzt gerade in Düsseldorf eine wunderbare Woche gemacht. Düsseldorf ist frei, weil auch in Düsseldorf die Zahl der Konfessionsfreien oder der Nicht-Christen, wollen wir so sagen, unter 50% gegangen ist. Wie sich das in einer bestimmten Stadt darstellt, da sehen Sie hier ein Beispiel von Stuttgart. Und zwar ist es ein Vergleich von linke Seite 1975, rechte Seite 2005. Die Bevölkerung Stuttgart nach Alter und Konfessionszugehörigkeit. Was hat sich in den 30 Jahren getan? Sie sehen 75, das dunkelblaue, eine dominante evangelische Kirchenmitgliedschaft. 2005 hat sich das nur noch erhalten in den oberen, in den älteren als 65-Jährigen. Das hat sich also nach oben verschoben. Und unterhalb der 65-Jährigen, also in diesem ganzen Bereich, sehen Sie die Dominanz der Nicht-Kirchenmitglieder und je jünger die Menschen werden, umso ausgeprägter ist das.
Das lässt sich für andere Städte in Deutschland genauso darstellen. Und einem anderen Trend zum Beispiel, können Sie es hier sehen, das ist die Kirchenmitgliedschaft in Hamburg von 1975 ab 2003. Und da sehen Sie, dass die Mitgliedschaft sich in Hamburg innerhalb von 28 Jahren halbiert hat. Von ursprünglich 64,4% in 1977 sind es 2003 nur noch 32,7% evangelische Kirchenmitglieder. Und es ist das gleiche Phänomen, wie es auch hier in Berlin zu beachten ist. Die Katholiken, nur ein geringer Anteil von rund 10%, bleiben aber dort stabil. Hat verschiedene Gründe, unter anderem auch die Zuwanderung aus Italien, Polen und so weiter ist. Und welche Konsequenzen das hat, dafür kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. Und zwar hier sind es die Eheschließungen und Trauungen in Deutschland. Die obere Linie, das sind alle Eheschließungen. Und Sie sehen, dass wir im ersten Bereich bis ungefähr 1978 ist es, rund 80% aller Eheschließungen auch kirchlich getraut werden. Und dann bricht es ab und die aktuelle Zahl, die sich auch dort auf 2003 bezieht, zeigt, es sind nur noch 30% der Eheschließungen, die kirchlich getraut werden. Und da gibt es noch eine sehr lustige, das ist zwar nicht eine meiner Lieblinge, aber eine sehr lustige Untersuchung von einer Frau 2002. Die hat einmal geguckt, wie beschreiben sich Männer und Frauen in Hochzeitsanzeigen. Da sind die Frauen, da sehen Sie, es sind drei Stichjahre, 1953, 63, 73, 83. 53 ist es noch schwach, aber dann 63 sagen immerhin 40% aller Heiratsanzeigen die Religionszugehörigkeit der Frau. Wenn wir es dann die Männer anschauen, ist es sogar noch ausgeprägter bei den Männern, dass sie ihre Religionszugehörigkeit nennen, bei der 60% sagen evangelisch-katholisch. Also eine typische Anzeige damals war, Unternehmer, katholisch, sucht häusliche Frau. Das reichte. Unternehmer hieß wohlhabend, katholisch hieß gutbürgerlich und häuslich soll die Frau natürlich dann sein. Und das sehen Sie, ist also bei den Frauen völlig verschwunden, 83. Bei den Männern ist also ein kleiner Rest erhalten geblieben, um damit was auszudrücken. Gestiegen sind die Werte für Naturverbundenheit, Rauchen, Nichtrauchen und häusliches Leben. Das ist bei beiden sogar gleich, Männer und Frauen. Also bei Männern ist sogar das Raucher, Nichtraucher ausgeprägter. Wahrscheinlich eher, dass man sagt, ich bin Nichtraucher, als dass man sagt, ich bin Raucher. Und dann kommt die Naturverbundenheit und das häusliche Leben. Religion ist kein Merkmal mehr, das über einen viel aussagt und einen positiven Wert. So, jetzt kommt aber meine erste Lieblingsgrafik. Und zwar Geburten und Religionszugehörigkeit der Eltern oder falls eben nicht verheiratet, der Mutter, so wird es statistisch erfasst. Und zwar einmal diese Zahl von 1960 links. Sie sehen, es gibt im Grunde zwei große homogene, religiös homogene Blöcke. Beide Ehepaare sind katholisch, beide sind evangelisch. Und eine kleine Gruppe, wo man noch katholisch-evangelisch ist, aber auch christlich. Und was da oben dann links ist, das ist so wirklich der kleine Rest von anderen Beziehungen. So, und jetzt ist es die gleiche Zahl im Jahr 2003. Ein wunderbarer, bunter Strauß von verschiedensten, allen möglichen Kombinationen. Es sind 12 Kombinationen und beide katholisch, beide evangelisch, dann ist eine dritte Kategorie gekommen, beide konfessionslos und alle anderen wirklich Kombinationsmöglichkeiten sind vorhanden. Das ist Pluralismus, das ist auch wirklich, wie die Grenzen von religiösen Burgen fallen und einfach durchlässig werden. Und welcher Prozess dort insgesamt ausgelöst wird, Stichwort Säkularisierung, kann man hier ganz gut illustrieren. Und zwar ist es eine Umfrage 2002 bis zu 2012 in der Frage, dass man gefragt wird, meine Weltanschauung folgt keiner religiösen Lehre. Und man kann dann sagen, trifft voll zu, trifft wo insgesamt zu, trifft nicht zu oder trifft überhaupt nicht zu. Und da sehen Sie die Veränderung, der innere Ring, das ist jetzt der 2002, der äußere Ring ist 2012. Bei allen Befragten steigt der Anteil, die überwiegend oder voll säkular sind, von 49,6 auf 53% und entsprechend reduzieren sich die Religiösen von 50,4 auf 46,9%.
Das gilt auch für die evangelischen Kirchenmitglieder, wo Sie sehen, dass jetzt links in den Religiösen der Anteil der Religiösen sich von 52,4 auf 50,9 reduziert und entsprechend der Säkularen von 7 auf 49 ansteigt. Also auch eine Verschiebung, die jetzt aber, und das ist das für mich Interessante, bei den Katholiken deutlich ausgeprägter ist. Denn bei den Katholiken sind es 5 Prozentpunkte, wie sich diese Grundeinstellungen verändern. Die Religiösen reduzieren sich von 70,7 auf 65,2 und die Säkularen von 29,4 auf 34,8. Und auch bei den Konfessionenfreien selber sieht man den gleichen Trend, das werden wir nachher etwas mehr behandeln. Warum werden die Konfessionsfreien säkularer? Die sind doch alle säkular, das stimmt nicht. Und da sehen wir hier schon, immerhin steigt der Prozentsatz der Säkularen von 86,9 auf 89,1. Und die Religiösen reduzieren sich von 13,1 auf 10,9. Und dass diese einfachen Zuordnungen so nicht treffen, da kommen wir jetzt zu, und zwar ist hier die Gottesvorstellung nach Religionszugehörigkeit. Wenn allgemein gefragt wird, glauben Sie an Gott, kriegen Sie in Deutschland immer Antworten von 50-60%, ja, ich glaube an Gott. Und da gibt es eben eine Umfrage, die hat dann weiter gefragt, an was für eine Gottesvorstellung man denn glauben würde. Und da sehen Sie genau die Verteilungen, links sind die evangelischen Kirchenmitglieder, die glauben noch zu 23% an den persönlichen Gott des Glaubensbekenntnisses. 40% glauben an ein unspezifisches höheres Wesen, also das sind die Transzendentalen. 17% sagen, also ich bin mir da so unsicher, weiß nicht, was ich glauben soll. Und immerhin 21% der evangelischen Kirchenmitglieder glauben nicht an Gott. Bei den Katholiken haben wir auch so eine Verteilung, aber dort sind natürlich die Gläubigen einen größeren Anteil, die sind glauben stabil. 36 wirklich gläubige Katholiken, 42 höheres Wesen, da kommen auch die Esoteriker her, also aus diesen Gruppen der Transzendentalen. 14% sagen, ich weiß nicht, was ich glauben soll, und immerhin 9% der katholischen Kirchenmitglieder sagen, ich glaube nicht an Gott. Und rechts sehen Sie dann die Konfessionslosen, und dieser Teil sind es 4%, die sich als religiös bezeichnen. 18 glauben an ein höheres Wesen, 17% wissen nicht so richtig, was ist, und 61% sehr deutlich sagen, ich glaube nicht an Gott. So, und das ist nämlich auch jetzt wirklich der beste Beleg dafür, dass der Zensus oder welche methodischen Menge der Zensus hat, denn dort ist ja so, oder der Zensus sagt, es gibt in Deutschland 66,4% Christen. Und dieses Ergebnis im Zensus ist so zustande gekommen, dass es eine Frage 7 gab, da wurde man nach der formellen Kirchenmitgliedschaft oder Religionszugehörigkeit gefragt. Und wer da sagte, ich gehöre keiner Religionsgesellschaft an, der wurde in Frage 8 nochmal nachgefragt, wie würden Sie sich denn verstehen, christlich oder muslimisch oder sowas auch. Das heißt, man hat zwei Fragen kombiniert, man hat behauptet, alle Kirchenmitglieder sind religiös. Und hat dann noch aus den quasi konfessionsfreien die Prozentzahlen rausgefischt, die eben, wie wir es auch gesehen haben, sich als religiös verstehen. Und das ist eben der beste Beleg dafür, dass das methodisch sehr unsauber ist und auch leider das Statistische Bundesamt, wie die Bertelsmann Stiftung, dazu den Leuten gehören, die den Anteil der Religiösen oder auch der Christen in der Gesellschaft immer wieder hochpowern und mit methodisch äußerst fragwürdigen Vorgehensweisen. So, jetzt kann man natürlich wirklich andere Kategorien daraus entwickeln. Und zwar die Atheisten, wie diese verteilt sind, das ist ein Durchschnittswert von 27% aller Deutschen, kann man in dieser Kategorisierung als Atheisten bezeichnen. Und gleich groß 26% als eben überzeugte Christen. Und Sie sehen auch, wenn Sie mal ungefähr so vergleichen, wie die Bundesländer laufen, dass die beinahe parallel laufen mit kleinen Variationen. Das heißt, es ist schon wirklich eine eindeutige Trennung, wie wo die Traditionen verlaufen, wie religiöse Milieus bestehen bleiben oder nicht. Und daraus entwickelt sich dann wirklich meine zweite Lieblingsgrafik, die ich immer habe. Und das ist diese hier, Atheisten nach Religionszugehörigkeit. Weil das ist natürlich auch vom Wort her schon sehr überraschend, dass Atheisten verschiedene Religionszugehörigkeiten haben. Aber Sie sehen hier die eindeutige Mehrheit, 57% sind konfessionsfreie. Aber immerhin 29% sind evangelische Kirchenmitglieder und 12% römisch-katholische Kirchen.
Und das Gleiche, da greife ich schon mal beim Flussteil, da geht es nämlich um die Humanisten-Fluss, da gestern schon mal vor. Das Gleiche gilt auch für die Humanisten. Also ich auch sage, was verstehen wir denn da drunter? Denn gut die Hälfte, 54%, sind keine Kirchenmitglieder. Das ist eine Anerkennung. Aber immerhin 28% sind evangelische Kirchenmitglieder und knapp 19% katholische Kirchenmitglieder. Es gibt aber trotzdem doch noch klare Unterschiede. Also es ist nicht alles nur so abgeflacht oder sowas heraus. Schauen wir uns mal zum Beispiel die Einstellung zu Geschlechterrollen an. Da sehen Sie hier, welche Rolle soll die Frau haben. Dass die Frau im Haushalt heute bleibt und sich um die Kinder kümmert, bitteschön, dafür gibt es keine Mehrheiten in Deutschland, das sind wirklich randständige Meinungen. Aber dann wird es eben ein schöner Unterschied. Solange die Kinder noch klein sind, sagt dann die Mehrheit der evangelischen Kirchenmitglieder, sollte die Frau zu Hause bleiben. Während die Konfessionsfreien da weniger dieser Ansicht sind und ganz eindeutig sagen, die Frau soll genauso berufstätig sein können wie die Männer. Und den ähnlichen Unterschied gibt es auch in den Lebensstilen. Das ist eine EKD-Studie von 2002, wo man sieht, dass die Konfessionslosen rechts, die roten Zahlen, sich hauptsächlich, also 47% sind das, die Hälfte ungefähr, in zwei Gruppen finden. In den jugendkulturellen Modernen mit Freizeitaktivitäten und so weiter und die hochkulturellen Modernen mit klassischer Musik, Theater, Bücher, Aktivsport, gehobener Lebensstandard. Die Evangelischen haben auch diesen jugendkulturellen modernen Bezug mit 22%. Die nächste Gruppe dann aber ist handwerklich naturverbunden elitär mit 18%. Und sie streuen dann auch mehr über die Gruppen, als es die Konfessionsfreien tun. Das zeigt sich auch wirklich noch in der Frage Evolution, intelligentes Design. Die Konfessionslosen sind der Meinung, 86% ist die Evolutionslehre richtig. Kleine Anteile sind Kreationisten, das sind diejenigen, die sagen, Gott hat die Welt geschaffen. Und immerhin 10% sagen intelligentes Design. Das heißt, die Welt ist, wer ist genau, das Leben auf der Erde wurde von einem höheren Wesen erschaffen, durchlief aber einen langwierigen Entwicklungsprozess, die von einem höheren Wesen gesteuert wurde. Das sind die intelligentes Design. Und da sehen Sie schon mal bei den römisch-katholischen, da sagt die Hälfte nur noch, dass die Evolutionslehre richtig sei. Die evangelischen sind da etwas aufgeschlossener. Also eine gute Hälfte ist dafür, Evolution ist richtig. Und wenn wir mal angucken, die regelmäßigen Kirchengänger, die also sind doch sehr eindeutig für eben noch Kreationismus und intelligentes Design. Und die Evolutionsanhänger dort sind sogar in der Minderheit. Und da wir eben gerade bei den Werten waren, manchmal Übergang wirklich zu Wertegruppen Jugendlicher, jetzt kommt der Block Jugend, wo wir uns mal ein paar Dinge anschauen. Und zwar ist es klar unterschieden, links, Kategorie Benachteiligung, Umweltschutz, da sitzen die Evangelischen. Die Katholiken, katholischen Jugendlichen, die sind so ein bisschen in der Mischposition zwischen allen. Und die konfessionsfreien Jugendlichen, da sind die Werte ganz primär Fantasie, Kreativität, sich durchsetzen, Fleiß, Ehrgeiz, Sicherheit, Genuss und Lebensstandard. Also diese Lebensstile, die vorher auch schon bei EKD-Konfessionslosen zu sehen waren, finden sich auch hier bei der Jugend ausgeprägt. Und wenn wir uns mal angucken, die Bevölkerung in 2004-2005 und die Jugendverteilung, sieht man hier schon, dass die Jugend eindeutig konfessionsfreier ist als die Gesamtbevölkerung. Und das setzt sich in den Jugendstudien eigentlich durch. Die Jugend wird pragmatisch. Das heißt, Fleiß, Ehrgeiz, Streben der Sicherheit steigt an, auch Macht und Einfluss und unbewusstes Verhalten, politisches Engagement reduziert im Vergleich Mitte der 80er Jahre zu 2002. Auch hier sehen wir, dass über die Jahre von 1984 bis 2002 der Anteil der Jugendlichen mit politischem Interesse sich deutlich reduziert. Und nach der Shell-Studie stellt er eindeutig fest, keine Renaissance der Religion und der Jugendlichen, das ist die Shell-Jugendstudie. Und was das wieder heißt, kann man an dieser Grafik illustrieren, das ist die Frage an Kirchenmitglieder, würden sie heute als Erwachsener wieder in die Kirche eintreten? Und unten sind die 14- bis 29-Jährigen und von denen sind es gerade mal 22%, die sagen, ich würde sicher wieder in die Kirche eintreten. Bei den 75 und Älteren bis 60, auch den 60-Jährigen, ist es die Hälfte, die sicher wieder eintreten würden. Und diese Reduzierung der Kirchenbindung in den jüngeren Jahrgängen wird darüber sehr deutlich.
wie der Trend insgesamt läuft. Das zeigt sich auch darin zum Beispiel in der Frage an 18- bis 24-Jährige, was ist in und was ist out, das war so damals 2002 der Sprachlehrerin. Und wenn Sie mal suchen, wo denn die Kirche sich findet, dann müssen Sie die ganze Liste runtergehen, denn die letzte Kategorie, was völlig out ist, ist FDP wählen. Das hat sich inzwischen auch dann schon bewahrheitet. Und direkt da drüber, da unten, da steht dann die Kirche. Das gleiche ist die Frage Vertrauen in politische Gruppierungen und Institutionen der 12- bis 25-Jährigen. Da muss man auch wieder suchen, wo die Kirchen sind. Sie sind da unten in der drittletzten Position, nur noch weniger vertraut mit Unternehmensverbänden und Parteien. Und was vielleicht als Kleinigkeit angesehen wird, aber die Frage, welche Tischmanieren sollen wir in der Kindererziehung Gültigkeit haben? Und das 50%, sehen Sie, sind unten dann Ellbogen aufstützen, nicht aufstehen, gerade am Tisch sitzen, nicht kleckern. Und da unten haben wir dann mit 13% das Tischgebet vor der Mahlzeit. Also es ist das Wegbrechen religiöser Rituale und Traditionen auch innerhalb der Familien, was dann natürlich auch die weitere Konsequenz hat. Lesen Sie häufig in der Bibel, sagen 4% der Befragten ja, häufig, 9 hin und wieder und 25 selten und 62 niemals. Und das im Grunde auf die Altersjahrgänge übertragen, sehen Sie auch, dass die Jüngeren noch weniger, also nur 7% lesen häufig oder hin und wieder in der Bibel. Das ist jetzt 2010 vom Wertemonitor gefragt, wie viel Vertrauen haben Sie zu, oder wurde eine Liste vorgegeben, verschiedene Organisationen. Und wenn Sie wieder die Kirchen suchen, da ist die evangelische Kirche auf Platz 10 und die katholische Kirche auf Platz 16. Und dem entspricht parallel die Frage, ich habe viel Vertrauen zu, und da sind wieder die Informationen, Institutionen genannt. Und dann sehen Sie wieder dort im Blau die evangelische Kirche, zwar um 2 Plätze vorgerückt, aber nur im Mittelfeld, und die katholische Kirche wieder am Ende, aber immerhin wie auch anders vor den Wirtschaftsführern und den Parteien. Und dann eine sehr interessante Frage, die von der Konrad-Adenauer-Stiftung erhoben worden ist, denn die wollen ja immer wissen, wie ist mit Religion und CDU und Politik und sowas heraus. Und die haben gefragt, oder gesagt, es wäre besser für Deutschland, wenn mehr Menschen mit einer starken religiösen Überzeugung öffentliche Ämter inne hätten. Und 70% der Befragten sagen ganz eindeutig, dem stimme ich nicht zu. Also keine religiösen Leute in den Ämtern. 27% stimmen zu. Und dass da natürlich die CDU-Leute ausgeprägter sind als die anderen, ist zu erwarten. Aber immerhin. Und es gibt eine ähnliche Entscheidung. Da wird gesagt, die Kirchenoberhäupter sollen nicht versuchen, die Entscheidungen der Regierung zu beeinflussen. Und 63% sagen, das ist in Ordnung. Die sollen sich da raushalten, die Kirchenoberen aus der Politik. Aber immerhin ein Drittel sagt auch, doch, die sollen sich da einmischen. Und da muss man jetzt als Parteiführung entscheiden, wie wichtig ist dieses Drittel, was diesen Kirchen einflussen möchte oder nicht. So, jetzt kommen wir zum absoluten Erfolgsmodell des Humanismus. Die etwas versierten werden schon wissen, was ich meine. Das ist nicht nur diese Tabelle, sondern der markierte Bereich, die Teilnehmerzahl der humanistischen Lebenskunde in Berlin. Aktuell bis zum Schuljahr 2013-14. Und diese Zahlen sind ja erstmal etwas verwirrend. Also kann man das mal umsetzen in die Übersicht. Wie haben sich denn die Prozentsätze, die Zuwachsrate von Jahr zu Jahr verändert? Und man sieht hier wieder dieser markierte Bereich, dass nur für die Lebenskunde Jahr um Jahr positive Zuwachsraten sind, während der evangelische und der katholische Religionsunterricht überwiegend negative Zuwachsraten haben und nur ganz wenige Jahre die schwarzen, wo auch plus Zuwachs, also Zuwachs, es gibt ja keine negative Zuwachsrate, also das auch positiv aussieht. Und nochmal in den Jahrgängen kann man es aber deutlich machen, dass Petrolgrüne sind die humanistische Lebenskunde, rot der katholische Religionsunterricht und blau das evangelische Religionsunterricht. Wie stark eben wirklich gerade in den Grundklassen die Lebenskunde angenommen wird, weil es ist ja in Berlin für die Nicht-Berliner ein freiwilliges Angebot,
Das heißt, da müssen Sie sich für entscheiden, daran teilzunehmen. Deshalb ist es ein guter Gradmesser, diese Freiwilligkeit, wie weit wird es angenommen. So, im Auftrag des Humanistischen Verbandes fragte Forsa 2008 zwei Fragen. Es gibt in einigen Bundesländern das Schulfach humanistische Lebenskunde als nicht religiöse Alternative zum Religionsunterricht. Sollte Ihrer Meinung nach das Schulfach humanistische Lebenskunde in allen Bundesländern eingeführt werden und sollten die Schüler bundesweit eine Wahlmöglichkeit zwischen humanistischer Lebenskunde und Religionsunterricht haben oder sollte es bei der alten Regelung bleiben? Und die zweite Frage hieß, einmal angenommen, Sie hätten ein Kind im schulfähigen Alter, würden Sie Ihr Kind eher am Schulfach humanistische Lebenskunde oder am Religionsunterricht teilnehmen lassen? Also die erste Frage, da geht es eigentlich um Pluralismus, um eine Wertevielfalt, wie weit man bereit ist, eben Alternativen zuzulassen. Die zweite Frage mit der spezifischen Nachfrage, die geht schon eher auf die Frage, wie weit hat der Humanismus sich in seiner organisierten Form schon platzieren können. So, die erste Frage wird sehr positiv beantwortet, ja, sagen 61%, humanistische Lebenskunde sollte als nicht religiöse Alternative angeboten werden können oder angeboten werden. Und hinsichtlich der zweiten Frage sehen Sie praktisch, dass 37% ja sich für humanistische Lebenskunde entscheiden als alternative Möglichkeit und 47% für Religionsunterricht. Das heißt, es sind 16% unentschlossen, die sagen, oh, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so unbedingt entscheiden. Also eine sehr auch wesentliche Frage, die dort beantwortet werden muss, wo denn dort vor zurückzögern und zurückweichen. Und die Verteilungen ist im Grunde durch die Bundesländer, kann man sich mal anschauen, aber auch immerhin in Bayern sind es schon 21%, in Baden-Württemberg 33%. Wir haben hier den Vorsitzenden der Humanisten Württemberg, Andreas gibt Gast in Baden-Württemberg. Gut, und jetzt kommen wir mal wieder auf die Frage, wer sind denn das die Leute, die eben ihr Kind in die humanistische Lebenskunde schicken würden? Und ja, wieder das immer sich wieder bestätigende Ergebnis wirklich der Mischung von religiösen, nicht religiösen Leuten in Deutschland. Rund 60% sind konfessionsfrei, das ist nicht überraschend, aber immerhin 22% wären evangelisch und 16% wären katholisch, die ihre Kinder in die humanistische Lebenskunde schicken. So, kann mal gucken. 2004 hatte der HVD über Allensbach eine Frage stellen lassen, die lautete: Der Humanistische Verband Deutschlands vertritt diese Lebensauffassung. Ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben, das auf ethischen und moralischen Grundüberzeugungen beruht. Zweitens, ein Leben frei von Religion, ohne den Glauben an einen Gott. Und drittens, andere weltanschauliche und religiöse Lebensauffassungen zu achten und zu respektieren. Das war die Frage, also, die also da gestellt worden war. Und wenn man die beiden ersten Kategorien voll und ganz und überwiegend zusammenzieht, dann ergibt sich die Verteilung, wie sie hier dargestellt ist, wo man immerhin auch sagt, Baden-Württemberg hat zwar den geringsten Zuspruch dazu, aber immerhin sind es auch Deutschland 41%, die entweder voll oder ganz oder überwiegend dieser Grundauffassung des Humanistischen Verbandes zustimmen würden. Bis dann natürlich zu den hohen Werten nicht nur in den östlichen Bundesländern, sondern auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein und Hamburg. So, jetzt sehr aktuell, also die EKD macht alle 10 Jahre eine EKD-Mitgliedschaftserhebung. Und da ist auch immer ein Teil über die Konfessionslosen mit dabei. Weil eben die EKD muss immer gucken, was ich schon anfangs sagte, die kriegen wieder welche von zurück und sowas. Naja, die sind ja aus der Kirche ausgetreten, aber sonst sind die ja noch ganz so religiös. Und die EKD-Erhebung hat festgestellt, ganz aktuell, noch 12% in Westdeutschland und gerade 3% in Ostdeutschland von den Konfessionsfreien halten sich für einen eher religiösen Menschen. Von den Konfessionsfreien, was wir vorhin gesehen hatten, die Anteile. Konfessionslose sind also in der Regel keine kirchendistanzierten Gläubigen, vielmehr haben sie sich recht stabil
im Normalzustand Konfessionslosigkeit eingerichtet und unterscheiden sich konsistent in allen Fragen des Glaubens von den Kirchenmitgliedern. Zweitens, Konfessionslose sehen ihre gewählte Lebensoption nicht mehr als defizitär an und können dabei selbstbewusst an eine öffentliche Kommunikationsstruktur anschließen, welche moderne Gesellschaften weitgehend als säkular betrachtet und der Religion und damit Kirche eher Randbereiche im öffentlichen Leben zuweist. Und drittens, es scheint zumindest eine gewisse kulturelle Nähe zu den Christen zu bestehen. Da überrascht es wenig, dass 3/4 der Konfessionslosen, West wie Ost, nach eigener Aussage nichts gegen Religion an sich haben. Der seitens des organisierten neuen Atheismus gelegentlichen forcierte Gegensatz zwischen Gläubigen und Konfessionslosen ist für die meisten Betroffenen ohne Belang für den Lebensalltag. Oder anders gesagt, Religion ist dem Gros der Konfessionslosen nicht wichtig genug, um sich dafür politisch oder ideologisch zu positionieren. So, und dazu gibt es dann wirklich so die letzte Grafik. Das sind die Gründe für Konfessionslosigkeit. Wenn Sie links schauen, größte Zustimmung hat die Begründung, die Kirche ist für mich unglaubwürdig. Genauso groß ist die Aussage, Kirche finde ich gleichgültig. Direkt da brauche keine Religion für Leben oder sogar kann mit Glauben nichts mehr anfangen. Und dazu schreibt die EKD, die meisten Konfessionslosen in Deutschland sind religionslose oder religiös indifferente. Rückgewinnbar sind diese nur selten. Freilich kann der Befund hinsichtlich seiner zukünftigen Relevanz unterschiedlich gedeutet werden. Zum einen ist die beobachtbare Gleichgültigkeit Religion gegenüber möglicherweise schwerer für Kirchen zu bearbeiten als eine pointierte Gegnerschaft. Zum anderen kann sie aber auch als Chance gedeutet werden. So haben die meisten Konfessionslosen, speziell im Osten, eigentlich nichts gegen Religion und wenig gegen die Kirchen. Damit entfallen Berührungsängste. Klar, missioniert werden möchte man nicht. Aber wenn religiöse Themen zur Sprache kommen, triebe das nur noch sehr wenige in Rage und Ablehnung. Gleichzeitig soll man sich nicht der Illusion hingeben, dass dies der erste Schritt zu neuen Mitgliedern ist. Denn Konfessionslosigkeit ist mittlerweile mindestens genauso normal wie Kirchenmitglied zu sein, wenn nicht sogar normaler. Zitat Ende, und dem ist meines Erachtens auch nichts weiteres hinzuzufügen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.